Hey, ja, tatsächlich. Ja, danke. Ja, gerade eben die Streaming-Software geändert und. Was soll ich heute vorbereiten? Ich glaube nicht, dass einer von den Frischen war. Gab es hier irgendwo dann noch einen anderen normalen Menschen? Da sind noch irgendwelche Fliegen eingefangen und dann geht es ja dann schon hier ganz runter. Na gut, dann weiß ich es erstmal nicht. Aber wir haben natürlich auch noch mehr, sag ich mal, Optionen, weitere Städte und ähnliches. Na gut, dann erstmal wieder raus hier. Gleich nochmal hier schlafen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt in der Gruppe arbeiten. Na gut, ist egal. Wir können uns jetzt ja teleportieren. Von daher. Können wir natürlich genauso gut auch mal nach Township zurückgehen. Uns mal anschauen, was jetzt diese neuen Typen da so bringen. Außerdem haben wir ja auch gleich einen Strand in der Nähe. Okay, das Haus ist offensichtlich noch frei. In der Rüstungskammer. Okay. King Sword. Wanderer. Dieses Soul war, denke ich, sogar dieses etwas speziellere. Mighty Armor. Demon Shield. Na gut, das ist nicht so gut wie das. Schon, was du so hast. Okay, Bodendecker, das ist, denke ich, alles noch relativ schwach hier. Ich denke, der Unterschied bei ihr ist, weil sie jetzt auch gesagt haben, wenn ihr das Land bereist und ähnliches, dass sie über die Zeit tatsächlich dann bessere Ausrüstung bekommt und der andere Typ da, denke ich, nebenan wahrscheinlich nicht. Aber hat erstmal was ganz Gutes hier dabei. Von daher sind wir jetzt mal nicht zu traurig drüber. Hier ist eine Stelle. Also gut, zwei mehr Angriffskraft ist jetzt die Frage, ob er es unbedingt braucht. Vier mehr. Das hier hingegen macht halt schon ganz schön viel Sinn. Dieser Breath Armor war nicht schlecht. Ja, aber hätte man trotzdem natürlich gerne hier die zusätzliche. Wir heben uns den mal auf. Wir tun den mal nicht eintauschen. Bei euch zwei können wir es auf jeden Fall machen. Und kaufen uns den noch einmal so. Die Soul Sword ist halt 3000 wert und daher denke ich mal, behalten wir uns das vielleicht sogar. Jetzt nochmal schauen, dieser Breath Armor. Okay, der macht euch halt auch ein bisschen langsamer, aber so ist es halt.
Okay, du könntest zum Beispiel auch den Gold Armor nehmen, weil du kommst dann, du bist eh extrem langsam. Dann nimm du mal den Gold Armor, dann haben wir noch einen Mighty übrig. Dann können wir mal noch an andere verteilen. Und wie schon gesagt, ich dachte, dieser Breath Armor ist auch irgendwie ganz gut. Ah, dann nehmen wir mal kurz euch drei noch mit. Selbst du kannst ihn nehmen. Wobei mir diese Vice Robe ja durchaus gefällt. Dann nimm du mal den Mighty. Du bekommst den Breath Armor, ne? Weil. Na gut. Die Vice Robe. Ich dachte, ihr hört jetzt vielleicht mal Wisdom oder sowas. Oh nein. Du kriegst halt nur 5 mehr. Ihr seid 7 mehr. Na gut, dann nimm du mal die hier mit. Und diesen Mighty Armor kann Cat ja jetzt, denke ich, nicht nehmen. Na gut. Dann nehmen wir erstmal euch hier mit. Und können, denke ich, jetzt wieder scramblen, weil Bo sicherlich ganz hinten jetzt am schwächsten sein wird. Und Bo kann offensichtlich sich auch mit Seso verbinden. Auch wenn es halt falsches Gebäude. Aber wenn es keine Spezialfunktion ist, aber. Das können wir uns ja auf jeden Fall mal ansehen. Okay, ist auch mit ihm. Halt, wen hat mir gesagt? Bo. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal in diesen Wal steigen oder uns da mal mitnehmen lassen. Man sieht jetzt, wenn wir von uns aus komplett Richtung Westen gehen, dann kommen wir wahrscheinlich ungefähr da raus. Vielleicht ein bisschen weiter nördlich noch, aber wo ist dann da drüben auch mal, wo wir quasi gewesen sind? In der Norden. Ah, das kennen wir doch hier. Ja, okay. Jetzt sind wir doch mal hier gelandet. Und der Turm. Ein bisschen die Karte hier aufdecken natürlich. So, und hier ist ja noch Norden. Gut, 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 gut. Dann müssen wir natürlich mal schauen. Also die hatten ja jetzt von einem gewissen Ort gesprochen, einen Thunlan oder so. Würde ja Sinn machen, wenn das irgendwo hier dann in der Nähe vielleicht liegt. Jetzt sind wir schon wieder bei Gate. Ja. Ah! Sieh an, sieh an.
lass uns doch mal hierher kommen. Das ist auch dieser Zirkus. Wir können natürlich vorher mal in die Stadt reingehen. Vielleicht finden wir ja hier noch jemanden. Wir könnten nicht in der Nacht ins Schloss. Okay. Ja. Da kann man drunter durchgehen. Morphdecker. Okay. Zeit Twinbow. Den mag ich durchaus. Quick Clothes. Okay. Breath Armor. Hier kann man sich den einfach so holen. Mhm. Als Finbo kaufen wir die auf jeden Fall sofort. Da gibt es auf jeden Fall, wie wir sehen, noch einiges, was man sich hier holen kann. Okay. Wusste ich jetzt echt nicht, dass eine Kirche in dem Ding drin ist. Okay. Na gut. Noch mal ins Hotel. Hier irgendjemand bestimmt ist. Keiner da. Kann natürlich jetzt sein, weil es gerade im Nachtmodus ist. Wir können natürlich noch mal rausgehen, noch mal Time Warp machen. Moment, habe ich. Okay, gut versteckt hier. Hast du irgendetwas gesagt? Wir verstehen nichts ohne einen Ton. Hm. Nee, auch niemand da. Ja, man könnte jetzt noch mal hoch in dieses Schloss gehen. Beziehungsweise hier gibt es auch noch ein paar Häuser oder Eingänge, wie auch immer. Was ist denn für einer? Ich denke, der Mann, der hätten wir wahrscheinlich auch noch gerne in der Stadt. Allerdings kommt der, denke ich, dann erst in die zweite Runde rein. Ich denke mal nicht, dass wir hier besonders viel weiterkommen. Und dass wir hier irgendjemanden verstehen können. Na gut, da macht es eigentlich auch keinen Sinn, da das ganze Schloss zu erkunden. Also wenn man will, kann man sich auf jeden Fall noch einiges an Waffen holen. Dieser Twinbow ist natürlich die besondere Eigenschaft, dass Bow damit zweimal angreift. Also der war natürlich obendrein jetzt auch noch stärker als das, was wir bisher hatten. Aber wir haben endlich unseren Zirkus hier gefunden. Kommen wir da jetzt einfach so rein? Ja. Oh was, er wird von einem Dämon gefressen werden.
Willst du dir das nicht ansehen? Kostet nur 100 Zenny. Der soll den Grasmann auffressen, aber ich glaube mal nicht, dass es klappt. Ungefähr einer. Jetzt ist dieser Platz ja ziemlich wild geworden. Meine Unterhaltung scheint nicht zu funktionieren, also da denke ich daran aufzuhören. Gibt es irgendwo ein Haus? Na, wir hätten da theoretisch noch was frei. Was? Ihr habt noch ein Haus frei? Das ist ja toll. Warum fange ich da nicht mit einem Dojo an? Wir können keine Kunden mehr sammeln, indem wir einfach nur den Grasmann zeigen. Es wäre natürlich etwas anderes, wenn der gegessen werden würde. Hey Gras! Jeder wartet darauf, dass du gefressen wirst. Der Kopf zuerst, haha. Du scheinst dir wohl selbst zu gefallen. Du kannst sprechen? Dann stell sicher, dass du schreist, wenn du. Oder du könntest mir 900.000 Coins geben. Haha. Wenn du nicht willst, dass ich dich umbringe, bring mir 900.000 Gold oder ein Upa Rupa. Wenn du dich nicht beeilst, werde ich die Salatwurf-Show beginnen. Aha. Sehr interessant. Ja, also Upa Rupa haben wir irgendwo schon mal gehört. Ich weiß auch noch, wo es war, was möglicherweise daran liegt, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe, aber und zwar zwischen Windia und Kapitan war so eine kleine Hütte gewesen und dort gab es wohl irgendeine Frucht oder so, die dort wuchs. Und die haben einen auch sozusagen einen Hinweis gegeben, wo man den finden könnte. Und zwar in einer Höhle in der Nähe eines Cliffs oder irgendwie. Also sicherlich irgendwo, wo man dann halt vom Wasser aus Zugang hat. Und naja, offensichtlich haben wir jetzt natürlich eine Möglichkeit, über das Wasser zu gehen, in dem Sinne. Von daher passt das schon mal. Ja, von hier aus halt nicht mehr besonders weit nach bis nach Township. Das stimmt allerdings. Ja, der Upa Rupa. Prima. Das sind zum Beispiel Gegner, die ich mich nicht extremst gut jetzt erinnern kann, aber ich denke, so besonders viel habe ich auf dieser kleinen Insel ja auch nie gekämpft. Okay, ihr macht euch schnell, obwohl ihr sowieso schon die schnellsten seid. Na gut. Na gut, alte Twinbow. Na gut, dann können wir uns aber natürlich nochmal ansehen, was dieser Typ da jetzt aufgebaut hat. Der ist wirklich genau hier einfach.
Das heißt, das müsste dann dieses Haus hier sein. Mhm. Hier ist ein Rätsel. Was ist rot? Ding, 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 das ist stimmt. Okay, also auf dem SNES-Controller der A-Knopf ist rot. Charcoal, Holzkohle, okay. Auf einem Push-Button-Telefon. Was ist ein, die Nummer oben rechts? 3. Okay, haben wir halt wirklich irgendwelche kleinen Rätselchen hier. Ja. So, und wie man vielleicht jetzt auch schon so ungefähr erkennen kann, hier unten liegt ja noch einiges an Baumaterial. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das jetzt genau ging. Die Population hat sich vergrößert und die Stadt ist Leben eingekehrt. Sollten wir sie noch ein wenig größer machen? Haha, genau. Dann werde ich mal 1000 Zenny machen. Ich werde jetzt anfangen. Also komm mal in einer Weile wieder. Sollen wir kochen? Gucken sollen wir erstmal nichts. Wir könnten mal probieren, was passiert, wenn wir zwei Kräuter kochen. Hellbeer. War so ein ganz guter Deal. Na gut. Ja, und da wird halt dann noch weiter ausgebaut und dann gibt es halt nochmal eine zweite Reihe. Wir könnten einfach mit der Truppe, die wir jetzt haben, also Bo will ich ja sowieso auch erstmal mitnehmen. Stan kann ruhig erstmal mit dabei bleiben und Rand ist halt einfach starke Person. Wie soll man das jetzt ausdrücken? Ja, von daher saven wir jetzt hier nochmal. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Genau genommen haben wir nämlich das, wo wir jetzt hin müssen, auch schon mal gesehen. Mehr oder weniger indirekt vielleicht. Und das möge ich jetzt an der Stelle natürlich einfach nochmal zeigen, weil ja, bevor man das sonst, sag ich mal, randommäßig findet, ist vielleicht so ein bisschen so eine Frage. Wir können auch mal hier rumfahren, ne? Also okay. Aber als wir hier über diese Brücke bei Corsair hier gegangen sind, hat man hier unten eben diesen kleinen Eingang gesehen und das ist tatsächlich das, wo man da jetzt auch hin muss. Wie schon gesagt, muss man ja sicherlich erstmal finden. Es gibt auch noch viele andere Sachen, wo man jetzt theoretisch so ein bisschen schon hin könnte. Also ich werde nicht gleich sagen, dass es Open World wird, aber ja, man hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, wo man jetzt diesen Wahl hat. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Ich habe jetzt nicht tausendprozentig eine Idee, wie schwer das hier jetzt werden wird. Wir sehen, die machen schon ein bisschen mehr Schaden, aber es gibt jetzt auch keine wirklichen großen Probleme, die wir da jetzt haben, wenn wir, also im schlimmsten Fall, wenn wir sterben, verlieren wir halt ein bisschen Geld, aber das ist ja auch relativ egal. Ja, die können auf jeden Fall wieder mehrfach angreifen. Auch ein bisschen Erfahrung. Quarterstaff? Okay, das ist natürlich für Cat sicher nicht gedacht.
Das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt sicherlich nicht mehr aus dem Kopf ganz genau wissen werde, wo es jetzt am schnellsten lang geht. Und das ist das nächste Schöne mit dem Twinbow, wenn der erste Angriff ein Special ist, ist der zweite auch immer einer. Aber bloß weil der erste keiner war, heißt es nicht, dass der zweite nicht trotzdem noch einer werden könnte, von daher ist dann schon ganz schön. Okay, du hast offensichtlich eine Waffe, die jetzt nicht stark gegen die ist. Gold. Das King Sword. Also macht aus irgendeinem Grund relativ wenig Schaden bei denen. Gehen wir davon aus, dass wir ganz rechts lang müssen? Wir werden sehen. Aber vielleicht ist es nur bei denen so wenig. Ja, aber bei denen macht er wieder viel Schaden. Okay, dann vielleicht gegen die Fische. Okay, das weiß ich relativ wenig. Oder hast du geblockt oder sowas? Offensichtlich nichts. Also eigentlich schon mal recht, ganz rechts lang. Ja, geht da mal auf was keinen Sinn mehr. Von daher umso besser. Counter-Attacks machen wir normalen Schaden, komisch. Jo, du, hey! Jetzt gehe ich mal selber damit heilen. Also du bekommst einfach generell zwei Angriffe als vorhin auch schon oder so. Aber es ist jetzt ein Counter. Naja. Ja, Stan hat leider seine Schamanenkräfte verloren. Also das macht dir natürlich aus sozusagen Sicherheit. Dass er keinen Schaden nehmen. Fast am Sterben ist. Ja,
So, herbeigesehen war irgendeine Truhe. Ocean Rope? Wahrscheinlich. Man nicht, dass irgendeiner von uns aus ins Osten kann, oder? Ja. Nina, sicherlich. Der hat mir ja irgendwas anderes auch gegeben, ne? Seid ihr hier, um einen Upa-Rupa zu fangen? Nein, nein. Zuletzt sind sie sehr wild geworden. Du kannst sie nicht fangen. Willst du wissen, wie man einen Upa-Rupa fängt? Ich zeige es dir für 200 Zenny. Ja. Vielen Dank. Nun lass es mich dir erklären. Zuerst musst du etwas essen vor seinen Versteck platzieren. Wenn der Upa-Rupa rauskommt für das Essen, fängst du ihn nicht sofort. Du wartest, bis er das Essen verschlungen hat und dann kannst du ihn fangen. Verstanden? Okay. Offensichtlich sind wir an der richtigen Stelle. Ich auf ihn abgesehen. Gleich noch ein, zwei Fragen fast. Willst du etwas essen für den Upa-Rupa verkaufen? Ich habe nur noch ein Stück, aber ich werde es dir für einen Tausender verkaufen. Vielen Dank. Oh, dann hatten wir aber jetzt so ziemlich genau wieder bei 1000. Na gut, haben wir ein bisschen Geld hier gesammelt. Hier dürfen jetzt nämlich auch keine Gegner kommen, oder? Genau. So. Also. Na, mal sehen. Das ist quasi diese verschiedenen. Das ist, denke ich, auch relativ egal, wo man da hingeht. Etwas versteckt sich in den. Willst du eine Eulenfrucht dort hinstellen, ja? Upa! Ah, ich denke, es hat geklappt. Also, das ist wirklich gar nicht so einfach. Das beim ersten Mal gleich hinzukriegen. Na gut. Dann mal los hier. Müssen wir das Ding natürlich auch erstmal noch besiegen. Und die machen, denke ich, immer Counter-Attacks, wenn ich mich recht entsinne. Hätte man vielleicht immer mehr etwas besseren Zaubernis mitnehmen können. Obwohl, das reicht offensichtlich. Upa! Moment, er ist tot? Ah, das kann sein, dass man ihn nicht so komplett besiegen darf. Jetzt haben wir natürlich nichts mehr da. Ah, oder war das so, dass das erst der letzte... dass man da tatsächlich mehrere versuchen musste? Das kann schon sein. Na gut, dann müssen wir wohl offensichtlich dorthin zurück, wo es eben diese Eulenfrüchte dort gibt.
50 Schaden auf Friend, das ist eine ganze Menge. Es kann natürlich durchaus sein, dass es, sag ich mal, erzwungen ist jetzt vom Spiel her, dass man dort nochmal zurückgehen muss, weil da passiert halt dann auch noch was. Ja, man sich dann diese Früchte da nochmal holen muss. Ich bin mir halt, wie schon gesagt, auch nicht mehr tausendprozentig sicher, ob es überhaupt möglich ist, das First Try zu machen oder ob man dann mehrere davon sozusagen besiegen oder in die Ecke drängen muss, ob man den auf wenig HP bringen muss. Das weiß ich alles nicht mehr. Ob es ein bestimmter sein muss von diesen verschiedenen Löchern, die da an der Wand sind, das denke ich mal jetzt auch nicht unbedingt. Man kann nicht auch, das Problem ist, dass wenn dieses Zeug fressen und man aber nicht schnell genug dort ist, dann ist der nicht tatsächlich da auch mit dem Essen einfach weg. Naja. Gut, so riesig ist jetzt das Dungeon hier auch nicht. Das ist sogar mal was Sinnvolles hier. Und der W17. Sehr schön. Ja, fast sind wir aus. Endlich sind die Fische weg. Okay. Bin ich wieder heraus, ja? Und dann können wir gleich nochmal in unsere Stadt zurückgehen. Weil wir natürlich auch
Also eigentlich können wir uns den Schamanen wieder draufhauen. Und dann können wir natürlich auch kostenlos rasten. So, jetzt sind nicht alle wieder voll hier. So, dann Stan mal wieder. Ja, das ist dann sozusagen der schnelle Move hier. Na gut. Diese Ocean Rope und so weiter könnte man natürlich hier mal schauen, ob das Nina oder so noch tragen kann. Alles jetzt erstmal nicht so wichtig. Ja. So, speichern wir nochmal hier. Aber dann würde ich fast mal sagen, wenn wir da noch weitermachen, also bevor wir dann dieses Tier da gefangen haben, das wird sich noch, also jetzt sich extrem da doch noch ein bisschen dauern und dann wird man danach natürlich auch gleich gerne noch weitermachen wollen, so diesen Zirkus da nochmal hin und ähnliches. Ich glaube, das werden wir uns tatsächlich erst ein bisschen, also sozusagen heute dann nicht mehr gleich noch ansehen, so erstmal ein bisschen später. Von daher denke ich mal, ist es erstmal der Stand, wie weit wir da heute hier kommen. Also grundlegend bin ich natürlich erstmal froh, dass ihr jetzt heute auch erstmal keine von mir aus offensichtliche Verbindungsschwierigkeiten oder irgendwie bestanden sind. Nicht einen ausgelassenen Frames in 2 Stunden, das ist dann schon mal nicht schlecht. Natürlich hier jetzt vorne hier, wo ich diese kleine Zwischenpause eingelegt habe, habe ich wahrscheinlich natürlich vergessen, das Mikrofon wieder einzuschalten. Naja. Na gut, das ist halt so ein kleiner Nachteil hier von der Software, wenn man hier die Vorschau und so weiter abstellt, dass man das dann keinen Ausschlag oder so mehr sieht. Man hat zwar hinten noch das kleine Symbol, ob es an oder aus ist, aber das war bei OBS auch ein bisschen schöner. Aber na gut, werden wir uns auf jeden Fall mal dran gewöhnen und ja, von daher würde ich sagen, erstmal soweit soll es das für mich für heute gewesen sein und von daher erstmal bis dahin.